So, dann bin ich schon wieder. Noch ein Versuch. Gewonnen. Ja, wir haben es geschafft. Na gut, ich werde euch wohl bestehen lassen müssen. Ja, nachdem du jetzt weißt, was wir können, kannst du uns ab sofort wirklich coole Missionen zuweisen. Oha, wer sagt, dass wir fertig sind? Das war nur eine Aufwärmübung. Der eigentliche Test beginnt jetzt. Was? Hast du etwa gedacht, dass ich euch nur aufgrund eurer Baumklettern-Fähigkeiten bewerten würde? Natürlich nicht, das wäre zu einfach. Als nächstes veranstalten wir einen Kampf, eine Simulation eines echten Kampfs. Jetzt wird es etwas ernster. Klingt interessant. Wir sind so weit gekommen, wir werden es nicht vermasseln, oder? In Ordnung. Sakura, Sasuke, dann mal los. Angriff. Thank you.
Kakashi. Geht's dir wohl in den Kragen? Tja, das habe ich wohl geschafft. Wir haben gewonnen, wir haben Sensei Kakashi besiegt. Nicht schlecht, es sieht so aus, als ob sie ähnlich begreifen, was ich ihnen erzähle. Bitte, was denkst du, wir sind nicht so einfach auseinanderzubekommen, was? Ja, das kannst du glauben. Bedeutet das, dass wir ab jetzt richtig tolle Missionen übernehmen können? Noch nicht, in einigen Bereichen seid ihr immer noch holprig. Das müsst ihr erst ausbügeln. Hä? Ein bisschen holprig? Ganz genau. Was euch fehlt, ist Erfahrung. Erfahrung. Oh, natürlich. Bis vor kurzem waren wir nur Schüler an der Ninja Akademie. Für eine Mission braucht es mehr als nur Kampffähigkeiten. Es werden Situationen mit unerwarteten Wendungen entstehen. Erfahrung hilft uns, solche Situationen zu meistern. Auf sie verlassen wir uns bei unseren Entscheidungen. Ihr seid nicht ungeschickt, aber jetzt braucht ihr Erfahrung. Ihr müsst Missionen auf niedriger Stufe bewältigen. Aber lasst mich Folgendes sagen. Ihr seid einen langen Weg gegangen. Ich bin wirklich beeindruckt. Ich bin richtig gespannt auf eure Zukunft. Hahaha, wirklich? Ich denke, dann müssen wir wohl hart weiterarbeiten. Hey, ihr seid leicht zufriedenzustellen. Wie immer macht's weiter nach Naruto, Sasuke und Sakura. Darauf kannst du wetten. Guck mal. Das habe ich geschafft. Der Enkel des dritten Hokage, Konohamaru, hat ein interessantes Buch gefunden. Finde mehr darüber heraus. Hier. Ah, da hinten noch. Das ist hier rum. Ach hier, okay. Noch da und dann dort. Alles klar. Hier sind wir schon.
hier gemeint? Ah, das ist interessant. Das ist der Lauffeind. Naruto, Ikunomaru und Rudon und Moigi. Was steht an? Irgendwas Interessantes? Ich habe mir das Bücherregal meines Großvaters angesehen und das hier gefunden. Lass mal sehen. Der große Steckführer, die Hokage Art. Nie davon gehört. Das ist mir nicht ganz geheuer. Wir haben es gelesen und trainiert, also Naruto. Noch ein Versteckspiel-Wettbewerb? Hä? Ja. Gut, dann lasst mal sehen, wie gut ihr im Versteckspiel geworden seid. Der Sieg ist mein. Seid ihr da nicht so sicher? Zeit ist um, jetzt komme ich. Konohamaru, Udon und Moigi.
Where is he hiding? Sehen, wo du dich versteckst. Where's he hiding? Where's he hiding? Schon sehr echt komisch. Where's he hiding?
Das ist so dumm. So schlecht, ey. Ist das schlecht. There you are. Where's he hiding? Das ist ein Zweifel. What a bummer. Bummer. What a bummer. Where's he hiding? Bummer. What a bummer. What a bummer.
was für eine Mission. Okay, ich habe es auch geschafft. Komm mal. Das ist so dumm. Macht ja schon echt Spaß. Sehr spaßig. So, wollen wir jetzt Inosuka Clan herauslocken. Ja. Helm, du bist also vor meiner Herausforderung nicht davongelaufen. Ich dachte, wir sollten das einfach erklären. Das bringt dir schon mal Punkte für Mut. Also, wie machen wir es? Wir könnten einen einfachen Boxkampf Mann gegen Mann veranstalten, aber lass uns mal was anderes probieren. Kannst du Akamura fangen, wenn ich versuche, dich aufzuhalten? Schaffst du es nicht rechtzeitig, habe ich gewonnen. Auf diese Art werden wir das lernen. Scheiße. Und rüber. Oh Gott.
Ich aber hin. Bis gleich.